Heute habe ich mal einen figurfreundlichen Tipp für alle Kartoffelchips-Liebhaber. Und zwar ist das ganz einfach, man braucht nur eine gewaschene Kartoffel. Die reibe ich jetzt mit dieser blauen Reibe hier in feine Scheiben. Nicht zu fein, sodass sie noch Halt haben und nicht umknicken, aber schon sehr fein. Da ich Angst um meine Fingerkuppen habe, werde ich für den Rest einen Restehalter verwenden. Dieser ist sehr praktisch. Wenn man ihn umdreht, hat man gleich eine einsatzfähige Zitruspresse. Die Scheiben sehen dann in etwa so aus. Sehr schön dünn. So, das war's auch schon. Keine 10 Sekunden hat das gedauert. Jetzt geht's weiter. Jetzt werden die Scheiben gewürzt. Das mache ich mit Paprikapulver und normalem Salz. Man braucht wirklich kein Öl. Die Gewürze haften durch die Feuchtigkeit. So, einmal umwenden. Und auch die andere Seite gut würzen. Je nach Geschmack. Der eine mag salziger, der andere nicht so salzig. Paprikapulver ist immer gut. Das war's schon. Jetzt kommt die Arbeit. Die Scheiben setzt man jetzt einzeln in dieses vorgesehene Mikrowellenteil. So sieht das Ergebnis aus. Es geht wirklich schnell und eine Kartoffel reicht für gut eine Portion Chips. Dieser Ring kommt jetzt circa für 5 Minuten in die Mikrowelle bei 700 Watt. Man sollte aber nach 3-4 Minuten schon mal nachschauen, dass die Dinger nicht zu schnell garen, je nach Stärke der Scheiben, und dann werden sie auch ganz schnell schwarz. Die Chips sind fertig, wenn die Kartoffelscheiben keine Feuchtigkeit mehr enthalten. Und dann haben die sich auch schon ein bisschen braun gefärbt. Und beim Essen sollten sie sich natürlich so anhören. Besorgt euch so ein Ding für die Mikrowelle, es lohnt sich. Sie schmecken wirklich gut, auch ohne Fett.